Friedrich Merz, einer der prominentesten Politiker Deutschlands und eine Schlüsselfigur der CDU, hat ein Leben mit vielen Höhen und Tiefen, Schmerzen und Geheimnissen in seinem Herzen hinter sich. Merz wurde am 11. November 1955 in Brilon geboren und wuchs in einer konservativen Juristenfamilie mit starkem Einfluss seines Richters und CDU-Mitgliedsvaters Joachim Merz auf. Umgeben von einer traditionellen Bildung begann er seine politische Karriere bereits in jungen Jahren und baute sich schnell einen Ruf als freimütiger und standhafter Politiker auf. Hinter diesem starken Bild verbargen sich jedoch tiefe Traurigkeiten, die er nie preisgegeben hatte, bis das Alter und die Schwierigkeiten im Leben ihn zwangen, sich der Vergangenheit zu stellen. Merz hat im Laufe seiner politischen Karriere viele Misserfolge und Schwierigkeiten erlebt. Insbesondere die Zeit von 2000 bis 2002, als er zum ersten Mal Oppositionsführer wurde, hinterließen politische Zwänge und interne Konflikte große Spuren in seinem Leben. Nach einer Zeit in der Politik verließ er 2009 den Bundestag und begann ein neues Kapitel als Lobbyist und Anwalt. Die ständigen Kämpfe in der politischen Welt und seine zweimal erfolglose Kandidatur für das Amt des CDU-Vorsitzenden in den Jahren 2018 und 2021 haben ihm jedoch viele Schwierigkeiten und Enttäuschungen beschert. Im Alter von 69 Jahren stand Merz Leben erneut vor Herausforderungen, als seine Frau plötzlich Geheimnisse preisgab, die die Familie viele Jahre lang verborgen gehalten hatte. Diese Geschichte erschütterte nicht nur die öffentliche Meinung, sondern brachte auch Licht auf die verborgenen Ecken von Merz' Leben. Obwohl er ein starker und belastbarer Mann in der Politik war, musste er sich auch privaten Schmerzen und Druck aussetzen, die er geheim hielt und nicht wollte, dass jemand davon erfuhr. Die Offenbarung seiner Frau über seine Nöte, Verluste und herzzerreißenden Geheimnisse machte Merz' Image in der Öffentlichkeit noch komplizierter. Diese Nachrichten sind nicht nur Skandale, sondern auch Geschichten von Traurigkeit und Enttäuschung, die er viele Jahre lang stillschweigend erlitten hat. Merz' Frau sprach in einem Gespräch über die Schwierigkeiten, mit denen ihr Mann konfrontiert war, und drückte ihr tiefes Mitgefühl für ihn aus. Sie sagte, er sei immer ein starker Mann gewesen, aber er habe auch Momente der Schwäche gehabt, Zeiten, in denen er aufgrund der Last der Verantwortung und des Drucks seiner politischen Karriere müde sei. Sie war immer an seiner Seite, ermutigte und unterstützte ihn, konnte aber auch nicht anders, als ihr das Herz zu brechen, als sie miterlebte, was er durchmachen musste. Merz' politisches Leben führte ihn weit weg vom Alltäglichen und führte dazu, dass er nicht nur im politischen Bereich, sondern auch in seinem Privatleben mit Turbulenzen konfrontiert war. In der Endphase seiner Karriere, als seine politische Karriere in die Zwielichtphase eintrat, schien Merz mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen und über das Erlebte nachzudenken. Jahrelanges Scheitern, erbitterte politische Kämpfe und persönliche Kämpfe halfen ihm, zu wachsen und das Leben tiefer zu betrachten. Obwohl er Momente des Ruhms erlebt hat, versteht Merz auch, dass Ruhm und Macht nicht all seine tiefe Trauer überdecken können. Derzeit bereitet sich Merz auf einen neuen Lebensabschnitt vor, indem er beschließt, bei der Wahl 2025 ins Rennen um das Amt des Ministerpräsidenten zu gehen. Mit der Unterstützung seiner Familie, insbesondere seiner Frau, hofft er, die letzten Herausforderungen seiner Karriere zu meistern. Diese Reise ist für ihn jedoch nicht nur eine Gelegenheit, sein Talent unter Beweis zu stellen, sondern auch eine Gelegenheit für ihn, die Wunden der Vergangenheit zu heilen, Dinge, die er zu verbergen versuchte. Obwohl Friedrich Merz ein Politiker ist, der für seine harte Haltung bekannt ist,
zeugt seine Lebensgeschichte von der Komplexität und den Widersprüchen, die jedem Menschen innewohnen. Mit gemischten Erfahrungen aus Bitterkeit und Erfolg ist er der Inbegriff eines Mannes, der Schmerzen erträgt, während er beharrlich seine Träume und Ideale verfolgt. Friedrich Merz steht im Alter von 69 Jahren vor den letzten Entscheidungen seiner turbulenten politischen Karriere und die verborgenen Ecken seines Privatlebens wurden gerade enthüllt. Als sein Leben immer öffentlicher wurde, verstärkten der Druck und die Verantwortung die Sorgen seiner Frau. Schweigend und verständnisvoll enthüllte sie nach und nach Geschichten, die bisher nur wenige Menschen kannten, darunter Merz, tiefste Verluste und Schmerzen. Diese Enthüllungen sind nicht nur die Enthüllung verborgener Ecken, sondern für sie auch eine Möglichkeit, ihr tiefes Mitgefühl und ihre Liebe für ihren Ehemann auszudrücken, einen Mann, der immer mit Verantwortung und starkem Willen lebt. Viele Menschen glauben, dass Merz' politische Karriere eine Reihe von Erfolgen und Misserfolgen war. Von seinen ersten Jahren auf dem politischen Weg an begegnete er vielen Herausforderungen, insbesondere Kollisionen zwischen Idealen und Realität. Dies hat ihn oft dazu veranlasst, schwierige Entscheidungen zu treffen, Opfer zu bringen und manchmal innezuhalten. And so I tell him that you gotta, you know, if it's not something that moves you closer to getting your one appointment a day, then you probably shouldn't be focused on it. I mean, if that's all you had to do every day was just get one appointment, and at the end of the day, if you got one appointment, that was a successful day, how would you behave differently? I'd get up and go get it, first thing. Yeah, well, let me ask you another question. I'm going to make it real for you. So, Grant, let's say I'm coaching you, and I want to help you be successful in your real estate business. And if you listed 100 houses this year, and your average commission is 10 grand, what's the commission on that? It's a million, right? Yep. So you make $1 million. What if I told you that in order for you to get paid at all this year, you had to list 100 houses? If you listed 99, you'd get zero. But if you list 100, you'll get all of it. How would you work differently? Work a lot differently. Work a lot harder, a lot more intentionally, a lot more focused. Is there any chance you would fail? Absolutely not. Right. Okay, so that's what I'm going to teach you how to do, is I'm going to teach you how to work like your life depends on it. Mm-hmm. And then when you understand what those activities are and how to measure success each day, magic happens. And so we go with Christy with 250, 500, 750, 1.1, 2.5. And that was her year-over-year growth. And so when you understand what to, and I'll tell you something, Christy's not that great. I love her like a daughter, like a sister. And she's an amazing individual. But she's not any better than anybody else. What she's good at is executing around her priorities. Mm-hmm. She actually does the work that most people aren't willing to do. So average people like me can have amazing success if they focus on the right activities. And that's what a good coach helps you do, is a good coach helps you understand what's important to you and then make it really clear and then help you figure out how to behave in a way that's consistent with those core values or beliefs. I love it, man. You're spitting some fire today. I really appreciate it. Not what you didn't bargain for this today, huh? You didn't know what you were getting into. Hey, look, man, I'm happy to be here. I got a page full of notes just like anybody should if they're listening to this episode right now, that's for sure. That's for sure. But we're talking about marketing, right? We're talking about really crafting systems around marketing, advertising, prospecting. If you have no money, if you do have money, how you make that shift and adjustment, how you create leverage through systems and trainings and technology. How important do you feel sales systems, sales processes? Because you have marketing, right, which is one aspect of business, and you have sales.